Willkommen beim Giga Indie Special 2013. Wir zeigen euch in zwei Teilen 20 Indie-Spiele, die mit ihrer Kreativität, einzigartigen Gameplay-Ideen oder artistischen Ausrufezeichen den Großen der Branche den Kampf ansagen. Und los geht's! Nach Super Brothers, Swords and Sorcery gibt es bald Neues vom Indie-Entwickler Kapi oder KP oder ja, wie auch immer ihr das aussprechen wollt. Super Time Force bleibt zwar beim Pixel-Look, geht spielerisch und tonal aber in eine ganz andere Richtung. Hier wird geballert, was das Zeug hält, natürlich mit einem Twist. Jedes Mal, wenn ihr das Zeitliche segnet, begleitet euch beim nächsten Versuch euer letzter Charakter bis zu dem Punkt, an dem er gestorben ist. Eure Armee wird also von Versuch zu Versuch immer größer. Hinzu kommt wahnwitziger Humor der Marke Ren & Stimpy und Adventure Time. Einen genauen Release-Termin gibt es nicht, wir erwarten das Spiel aber noch in diesem Jahr. Just rewind time and try the whole living thing all over again. Let me show you how it's done. To whom do you call out in times of need, when the sun stops in the sky? Das Kickstarter-Projekt The Banner Saga ist Rundenstrategie und Rollenspiel gleichzeitig. Außerdem sieht es dank handgezeichneter Comic-Grafik auch noch verdammt gut aus. Der Release-Kalender des Final Fantasy Tactics-ähnlichen Spiels ist etwas verwirrend. The Banner Saga erscheint nämlich in 3 Kapiteln. Außerdem gibt es den Online-Multiplayer-Ableger The Banner Saga Factions, von dem ihr bereits jetzt die Beta spielen könnt, um euch vom taktischen Kampfsystem selbst zu überzeugen. Vom Grusel-Minispiel Slender gibt es geschätzte 30 Milliarden YouTube-Videos, die zutiefst verängstigte Spieler zeigen, wie sie sich bei der Begegnung mit dem Slenderman zu Tode erschrecken. Mit simpelsten Mitteln erzeugte der Waldspaziergang bei Nacht echten Horror. Slender The Arrival heißt der Nachfolger des YouTube-Phänomens. Dieses Mal mit Story, schicker Grafik, mehr Levels und überhaupt wird alles besser. Laut dem offiziellen Trailer erscheint The Arrival bereits im Frühjahr 2013. Nochmal Horror, nur ganz anders. In Among the Sleep spielt ihr ein 2 Jahre altes Kind, das in der Nacht seiner Krippe entflieht und beginnt, das in Schatten gehüllte Haus zu erforschen, während draußen ein Gewitter tobt. Die Fantasie des kleinen Rackers macht schnell aus einfachen Schatten fiese Kreaturen. Alles perfekte Zutaten für den etwas anderen Trip durchs Spukhaus. Einen genauen Release-Termin gibt es leider noch nicht. Radio the Universe hat nicht nur einen awesome klingenden Namen und sieht nach herrlichem Retro-Spaß aus, es mixt auch Elemente aus ein paar der besten Spielen. Entwickler John S. Park wurde von Zelda, Symphony of the Night, Hotline Miami und Dark Souls inspiriert. Das 2D-Abenteuer wird via Kickstarter finanziert und hatte sein Funding-Ziel von 12.000 US-Dollar bereits nach kurzer Zeit weit übertroffen. Einen genauen Release-Termin gibt es zwar nicht, wir hoffen aber, dass Radio the Universe noch 2013 erscheint. Xenoclash erschien 2009 und war, naja, vor allem merkwürdig. Die surreale Spielwelt mit ihren irren Bewohnern entfaltete ihren Sog. Xenoclash erzählte eine spannende Geschichte und ließ uns die Fäuste schwingen. Teil 2 setzt diese Tugenden fort und will uns erneut mit wundersamen Kreaturen und einer einzigartigen Story in seinen Bann ziehen. Erscheinen soll Xenoclash 2 im Frühjahr 2013. You mean you asked Golem about your real family and... Habt ihr euch nicht schon immer gewünscht, Team Deathmatch in der Tiefsee zu spielen? Ein Team übernimmt die Taucher und das andere die Haie? Nein? Ja gut, wir auch nicht. Irgendwie sieht es trotzdem unheimlich cool aus. Death nennt sich der Kampf Mensch gegen Meerestier. Die Taucher müssen Schätze bergen, die Haie müssen sie daran hindern. Habt ihr jetzt auch schon die weiße Hai-Melodie im Kopf?
visions are growing stronger and darker by the day. Aha, es gibt sie also doch noch, die Diablo-Klone. Path of Exile orientiert sich stark an Blizzards Itemjagd, setzt aber genügend eigene Akzente, um unsere Aufmerksamkeit zu erlangen. Das Maß an Individualisierung des eigenen Charakters und der Gegenstände in Path of Exile sucht nämlich seinesgleichen. Im Online-Action-RPG, das übrigens mit einem Free-to-Play-Modell an den Start gehen soll, könnt ihr eure Ausrüstung mit diversen Gems anpassen. Dadurch ändern sich nicht nur Stats, sondern gleich ganze Fähigkeiten. Wer das Spiel durch eine Spende unterstützt, kann schon jetzt die Beta zocken. He will remain at my side as I walk this path through this nightmare. Entwicklerlegende Peter Molyneux hat sich von Fable und seinen Lionhead Studios abgewandt, um unabhängig von Microsoft und Co. neue Spiele zu entwickeln. Dabei steckt in seinem aktuellen Projekt auch viel Altes. Das Kickstarter-Spiel Godis ist stark an alte Molyneux-Klassiker wie Populous und Black and White angelehnt. Es soll das God-Game neu auferstehen lassen. Erste Gameplay-Demonstrationen sehen bereits vielversprechend aus. Wir hoffen auf einen Release in diesem Jahr. Ja, ihr seht richtig. Schuh, das Spiel. Nein, nicht der Schuh. Der schottische Indie-Entwickler Secret Lunch hat mit Schuh einen stilistisch eindrucksvollen 2,5D-Plattformer am Angebot. Die drolligen Charaktere müssen einen uralten Berg erklimmen und werden dabei stets von einem bedrohlichen Sturm verfolgt. Ob Schuh wohl Schuh spielen wird?